Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei eurem Sandmann bei einer Doppelmod-Vorstellung heute. Zu einem den John Deere hier und auf den anderen Mod kommen wir auch später zu sprechen. Ja, erstmal den John Deere hier. Ich schmeiß erstmal alles an. Jetzt habe ich doch glatt was vergessen. Blub, blub, blub. Ich weiß gerade nicht genau. Gut, die Scheinwerfer sind jetzt gut mit dem Lichtkegel. Das kann man machen. Muss man aber nicht, finde ich. Entschuldigung. Ich habe mir gedacht, ich stelle einfach mal heute einen älteren John Deere vor. Der eigentlich soweit ziemlich gut aussieht auch. Meiner Meinung nach. Bisher. Mit Nummernschild. Das Warnung kann man noch lesen, den Rest kann ich gerade nicht lesen. Aber eher, weil ich zu tief bin und der Winkel nicht unbedingt schön ist. Gut, hier im Innenraum, auf der Steuerkonsole, könnte man die Schrift noch nachbearbeiten. John Deere ist auch leicht verschwommen. Aber ansonsten habe ich eigentlich kaum was zu meckern. Gut, die Schrift hier unten kann man absolut nicht lesen. Nee, absolut nicht. Den gibt es auch in mehreren Ausführungen. Leider jede Ausführung mit Scheibengewicht. Das heißt, keine anbaubare Fronthydraulik. Ich habe auch schon wegen dem zweiten Mod allein schon was vorbereitet. Hier in der Version mit Klimaanlage auf dem Dach. Wie sind Blinker eigentlich? Habe ich eben gar nicht geguckt, wer meint. Also. Achso, habe ich gerade auch gar nicht erwähnt. Man merkt, ich habe es heute irgendwie echt nicht so. Bin heute nicht unbedingt so gut drauf. Aber ich habe mir gedacht, komm, die Mod-Vorstellung machst du trotzdem heute. Jetzt fahren wir einfach mal mit dem Mailbalken hier rüber. Also ich finde auch vom Fahrverhalten ist der voll und ganz in Ordnung. Der hat IC-Steuerung, Heckfenster und Seitentüre. Wobei ich die geschwungene Seitentüre echt immer genial finde. Wahrscheinlich mit der Taste R dann. Ja. Tür schließen, Tür öffnen. Wollte ich mir den aber eigentlich auch noch genau schön aus der Innenperspektive ein bisschen angucken. Blinker werden nicht angezeigt. Schade. Ja gut. Hier noch ein paar Infopanels, Einstellpanels. War ist halt ein sehr schlichter Innenraum. Aber gut, das ist bei den alten Treckern sowieso relativ schlicht. Könntet ihr mal was leiser gackern, ihr blöden Hühner? Ich wäre euch verbunden. Mensch. Also, an für sich, summa summarum, ich finde den gar nicht so verkehrt. Ja, ihr seht, ich hatte hier schon mal ein wenig Gras reingeschmissen. Ja, ich weiß nicht. Die Version mit Klimaanlage auf dem Dach, die gefällt mir jetzt nicht ganz so dolle. Muss ich ehrlich gestehen. Und hier sieht man dann auch schon den zweiten Mod, denke ich. Dass man den ganz gut sieht. Da fahre ich jetzt einfach mal rückwärts ran. Schon mal. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich den separat einschalten muss. Nein, muss ich nicht. Also bei dem Vorderband handelt es sich um den Mod, den zweiten. Und zwar wurde die Aufnahme oder die Fruchterkennung verbreitert. Und ich glaube, der Durchfluss wurde auch erhöht. In welchem bin ich jetzt? Also, in dem. Okay. Ja, der Anhänger steht drunter soweit. Dann ist ja soweit alles klar. Dann probieren wir mal. Ich meine, das geht ja schnell mit dem kleinen Mod. Ob er es auch wirklich gut erkennt. Ja, tut er. Er kennt das wirklich super gut. Muss ich jetzt gestehen. Das hätte ich gerade irgendwie nicht erwartet. Leider habe ich zu wenig Rasen gemacht.
Leider, leider habe ich zu wenig Rasen gemacht. Leider, leider. Egal, es wird eine relativ kurze Mod-Vorstellung, auch wenn es zwei Mods sind. Die werde ich euch beide unter dem Video verlinken. Wie immer eigentlich. Hier haben wir den John Deere mit Standardbereifung und Frontladerkonsole. Hier mit den Breitreifen. Also wenn man so vergleicht. Viel ist das nicht. Aber sie sind breiter. Und ne, auch mit Frontladerkonsole. Aber alle drei habe ich jetzt mit Frontladerkonsole und ohne Klimaanlage drauf. Und hier die Version mit Pflegebereifung. Wobei ich finde, diese Pflegebereifung sieht auch wirklich nach Pflegebereifung aus, wenn wir dagegen, jetzt sage ich mal, einfach den Hühlemann nehmen. Mit Pflegebereifung. Da sieht man in der Bereifung schon, meiner Meinung nach, einen Unterschied. Wenn man, ja, ich fahre einfach einen Tacken näher ran. Der Unterschied lässt sich nicht verleugnen und ich finde die Pflegebereifung von John Deere wesentlich schöner. Das mache ich dich aus, sonst gehst du mir nachher auf die Nerven, wenn ich im Händler bin. Also ich finde der John Deere, der hat auf jeden Fall was. Ich werde ihn auch behalten. Da muss ich sagen, das sind beides Mods, die lasse ich drin bei mir. So wie meine erste Mod-Vorstellung der Messe Ferguson. Da bin ich zwar auch Fan von, aber der ist sofort wieder rausgeflogen. Der war mir persönlich auch zu schlecht gearbeitet. Ich habe nichts dagegen, wenn Mods nicht ganz so schön sind. Wenn sie dafür echt 1A funktionieren und anderweitig echt noch Qualität mitbringen. Was der MF einfach nicht gemacht hat. Dieser John Deere finde ich allerdings schon. Und auch so von den Reifen, vom Modell her, finde ich das mehr als in Ordnung. Ach. Das habe ich gerade auch noch nicht gewusst. Wir können scheinbar auch die, ich komme gerade nicht auf den Namen. Die Schmutzfänger, sage ich jetzt einfach mal, anbauen. Das habe ich auch bis gerade nicht gewusst. Scheibengewichte können wir trotzdem nicht runternehmen. Fahren wir einfach mal ein Stück vor, damit wir uns freier drumherum bewegen können. Ich finde, das hat echt was. Hinten können wir leider keine Verbreitung drauf setzen. Was ich schade finde, dass der Schlepper, den gibt es nicht mit Zwillingsbereifung. Das finde ich schade. Weil John Deere ist einfach so ein Ackertier. Ich finde, John Deere ist einfach wirklich ein Arbeitstier. Das Emblem vorne, ja, könnte man auch noch überarbeiten, finde ich. Wow, sieht eigentlich echt gut gemacht aus. Den werde ich auf jeden Fall behalten, den John Deere. Genauso wie das Förderband. Muss ich ehrlich zugeben. Einfach gerade für Betriebe, die dann viel Silage machen über das Hochsilo, sage ich jetzt mal. Ich glaube, der Mod hieß sogar Hochsilo, wo man Häckselgut bzw. Gras reinschmeißt und dann kommt Silage am anderen Ende raus. Dann kann man schön irgendwo das Zeug silieren lassen und kann dann wirklich schön einfach fahren, zum BGR hochfahren, auf das Band schmeißen und abladen lassen. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Mod-Vorstellung. Entschuldigt, dass ich heute echt viel gequirlten Mist Quatsch. Aber irgendwie ist heute einfach nicht mein Tag. Das war's auf jeden Fall für diese Mod-Vorstellung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.